Einzige, was ich bereut habe, ist, dass ich leider aufgrund der niedrigen Decke nicht am Drahtseil gerade fliegen konnte. Sonst wäre ich jetzt natürlich über euch drüber geflogen. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Und die Strumpfhose. In Strumpfhose, ne? Mit Stacheln oben drauf, gefährlich. Ja, es ist, ich freue mich wirklich mega, dass ihr da seid. Ich meine, ich habe irgendwie vor einem halben Jahr mir überlegt, ich spiele mal hier so ein kleines Konzert in Musik und Frieden. Und dann habe ich geguckt, oh, kriege ich das überhaupt hin? Dachte so, nee. Und dann kam die fantastische, großartige Nina Kuja. Mit der habe ich gesprochen und die meinte, ey, spielst einfach vor meiner Party. Und dachte so, ja, geil. Und die Nina gleich noch so, ja, und alle deine Gäste dürfen auch auf meine Party. Yay! Also mal ein großer Applaus für Nina Kuja an dieser Stelle. Und mit die ich heute hier nicht stehen würde. Und ihr auch nicht. So. Danke. Ja, ja. Die wird schon noch einen Weg finden, dass du dich bedanken kannst. So. Vorher haben wir aber noch ein bisschen Musik. Und zwar einen ganz besonderen Song. Und auch da kann ich gleich weitermachen mit Dank sagen. Denn ihr wisst, es ist immer so abgedroschen, wenn man sagt, Familie ist das Wichtigste. Aber ist so. Weil so ist. Warum? Weil so ist. Genau. Und meine Familie, das war jetzt kein Tusch, Thomas, das war ganz. Und meine Familie ist heute auch wieder mal, weil sie immer da sind, wenn es wichtig wird, da. Also, hallo Mama, hallo Papa, hallo Ina. Und meine Schwägerin ist im Gedanken bei uns. Aber, genau, da gibt es ein Lied noch auf dem Album. Und das ist ganz erstaunlich. Ich glaube, egal, ob man schon die Kinder aus dem Haus hat oder ob die Kinder noch klein sind, man weiß genau, worum es geht. Der Song heißt Still im Haus und dafür holt extra Marius die Melodika raus. Ich freue mich jedes Mal drauf. Marius an der Melodika. Du bist ein toller Gitarrist. Er kann auch. Nee, der Gag ist so platt. Er kann auch blasen, wollte ich gerade sagen. Es ist ja auch noch was. Dann machen wir das. So, wartet mal ab, das ist noch hoch im Niveau. Yeah.
geht. Du sagst, ach, alles schon ganz gut, nur irgendetwas fehlt. Manchmal fällt mir das Schlafen schwer, es ist zu still im Haus. So sag mal, wie sieht's eigentlich mit Enkelkindern aus? Wo ist das Chaos hin? Die lauten Kinder stimmen. Hab mich nie ausgeruht, war immer mittendrin. Jetzt wach ich jeden Morgen auf und es ist viel zu still im Haus. Alles zu strukturiert, als wäre nichts mehr passiert. Ja, aber wie im Flug an mir vorbei marschiert. Jetzt wach ich jeden Morgen auf. Ich wache jeden Morgen auf. Ich wache jeden Morgen auf. Und es ist viel zu still im Haus. Wahnsinn. Tausend Wasser.